Ja, heute Abend ist er dann im Kanzleramt gegen 18 Uhr. Zuvor ist er beim Bundespräsidenten und im Phoenix-Studio in Bonn. Begrüße ich jetzt Attila Asrak. Er ist Journalist. Herzlich willkommen bei Phoenix. Sie sind türkischstämmig und stehen in Opposition zum Regime Erdogan. Jetzt gab es ja, Herr Asrak, diese Diskussion, die gerade auch in dem Bericht anklang. Sollte man ihn in der jetzigen Situation nicht besser ausladen vor dem Hintergrund seiner Rhetorik zu Israel? Was meinen Sie? Der letzte Satz im Beitrag war sehr schön. Man kann nicht mit ihm, man kann aber auch nicht ohne ihn. Ausladen finde ich nicht unbedingt eine gute Idee. Ich denke mal, man muss mit ihm Klartext sprechen. Ob das dann Olaf Scholz macht, das ist eine andere Frage. Ich rate es ihm, ich würde es ihm raten, dass er ganz klare Fronten benennt mit Erdogan und dass er ihm auch ganz klar sagt, was er zu der Aussage von Erdogan, was er von der Aussage von Erdogan hält, die Hamas als Freiheitskämpfer und als legale Partei ansieht, mhm, und da sich so einmischt und Israel als faschistischen Staat bezeichnet. Fairerweise muss man sagen, dass Erdogan sich kurz nach dem furchtbaren Terrorangriff auf Israel auch etwas anders geäußert hat. Er hat gesagt, so ein Feldzug quasi gegen Zivilisten ginge nicht, auch in Israel nicht. Aber danach hat er seine Rhetorik ja absolut verschärft. Faschistisches Land, die Hamas, das sind Freiheitskämpfer und so weiter. Was ist das Ziel dieser merkwürdigen Rhetorik? Was will er damit erreichen? Bei seinem Volk punkten. Das ist ganz einfach. Er hat gemerkt, dass in der Türkei die Stimmung gegen Israel kippt auf einmal. Im ersten Moment hat die Türkei natürlich auch gedacht, also die Bevölkerung der Türkei auch gedacht, hier passiert irgendwas, was eigentlich nicht sein dürfte, über die Angriffe und die Entführung der Hamas und die Tötung der Hamas. Und kurz darauf, aber als dann Israel zum Gegenschlag ausgeholt hat, hat die Bevölkerung wirklich auch da Probleme gehabt und da wandte sich die Stimmung gegen Israel. Und das hat natürlich, er ist am Puls der Bevölkerung. Und da hat er sich natürlich auch seine Position damit bestimmt. Eben. Er ist ein Opportunist, muss man ja auch sagen. Nun kommt er ja nach Berlin in auch wirtschaftlich schwierigen Zeiten in der Türkei. Also Deutschland hat zwar auch Schwierigkeiten, siehe Haushaltsurteil aus Karlsruhe und so weiter. Mhm. Sie kennen diese Diskussion, aber in der Türkei gibt es auch wirtschaftliche Schwierigkeiten, große wirtschaftliche Schwierigkeiten, Stichwort Inflation. Will Erdogan im Hinblick auf die Wirtschaft auch was von Scholz aus Berlin? Ich glaube, darum geht es hauptsächlich. Die Türkei und Deutschland haben ein Handelsvolumen von über 51 Milliarden Euro momentan. Sind beides eigentlich die größten Wirtschaftspartner für beide. Jeweils ungefähr 26 Milliarden Euro, was aus der Türkei nach Deutschland kommt und was aus Deutschland in die Türkei geht. Und ich glaube, auch der Finanzminister reist ja momentan von einem Treffen zum anderen in europäische Länder, in amerikanische Länder auch und sucht nach Investoren, nach Geld für das Land. Mhm. Und ich glaube, das muss man so sehen, dass Erdogan hier auch eher, auch wenn er das nie zugeben würde, als Bittsteller kommt. Er ist ja auch unzufrieden, das Flüchtlingsabkommen mit der EU hat nicht das gebracht, was er eigentlich sich davon erhofft hat. Er braucht mehr Geld auf jeden Fall, um die Bevölkerung auch gnädig zu stimmen, weil die Bevölkerung ist gegen die Afghanen, die Syrer, dass sich so viele Flüchtlinge in der Türkei befinden. Die Stimmung kippt und da muss er unbedingt da etwas dagegen tun. Also das ist die Stimmung in der Türkei. Danke bis hierhin. Wir können jetzt mal gemeinsam schauen auf das, wie Erdogan wirkt. Und zwar ja in Deutschland auf möglicherweise eine Mehrheit der rund 3 Millionen türkischstämmigen Menschen, die in Deutschland leben. Seine Rhetorik ist so, haben wir schon drüber besprochen, dass er auch hetzt, auch durchaus gegen Deutschland und das fällt hierzulande teilweise leider auch auf fruchtbaren Boden. Ein islamisches Kalifat mit Erdogan an der Spitze, davon träumt er
scheinbar so mancher, Herr Aschrak, wie repräsentativ sind solche Stimmen oder Stimmen, die in eine ähnliche Richtung gehen für die türkische Community in Deutschland? Also das, was gezeigt wurde, das sind natürlich die, wenn man es salopp benennen möchte, die Erdogan-Fanboys und die Fangemeinde von ihm. Die träumen natürlich auch von einer Umma, das ist die islamische Gemeinschaft eben, die über den Nationen steht und als Anführer, als Kalif, wenn man so will, Erdogan. Das hat Erdogan auch so immer noch im Blick und er möchte sich gerne als Führer der arabischen, der islamischen Welt, nicht der arabischen, aber der islamischen Welt gerieren. Jetzt gibt es da diverse Vereine in Deutschland, die so unter teilweise harmlosen Namen daherkommen, als e.V. und so weiter. Aber es gibt auch diese Religionsgesellschaft, DİTİB, die im Auftrag des türkischen Staates ja hier 960 Moscheen in Deutschland organisiert. Wird dort Ähnliches betrieben, also eine Propaganda, die in eine ähnliche Richtung geht, also Richtung Kalifat oder Ähnlichem? Also insofern ist es natürlich eine Propaganda, weil die Gebete die Predigten werden von der Türkei, von der Diyanet, eben von der Religionsbehörde vorgegeben. Das ist ganz klar. Kein Imam hier in Deutschland, der Diyanet, kann irgendwas außerhalb dieser Grenze machen. Er hat eine Predigt vorzutragen, die von der Diyanet vorgegeben wird. Das ist das größte Problem. Ich hatte vor über 10 Jahren ein Interview für die Zeit mit dem damaligen Diyanet-Präsidenten hier in Deutschland. Und der hatte damals gesagt, ja, wir schicken jetzt unsere Imame zum Goethe-Institut in der Türkei, bevor sie hierher kommen. Und, damit sie ihre Inhalte auch auf Deutsch transportieren können. Genau. Was machen wir damit, Herr Aschrak? Es gibt ja zum Beispiel in Österreich schon länger ein Islamgesetz. Die Finanzierung von Moscheen muss aus dem Land kommen, also in dem Fall aus Österreich. Brauchen wir nicht auch was Ähnliches in Deutschland? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste eigentlich und das ist schon längst überfällig eigentlich. Der deutsche Staat oder die deutsche Gesellschaft muss mehr wissen über das, was dort in den Moscheen passiert, was dort die Predigten sind. Und das muss natürlich, ich sag mal ganz vorsichtig, auch kontrolliert sein eben und nicht von der Türkei vorgegeben sein. Die Imame sind alle ja türkische Beamte eben. Das muss man ja auch so sehen. Ne? Und, immer wieder bemerkenswert, obwohl wir es ja wissen, aber immer wieder bemerkenswert. Und dass die Politik in Deutschland darauf nicht reagiert. Herr Aschrak, ich sage danke, dass Sie im Studio waren. Danke für Ihre Analysen. Gerne.